Hallo liebe Motorsportmagazin.com Zuschauer und Leser. Ja, das dritte Formel 1 Saisonrennen 2019 ist vorbei und ich würde sagen, die WM ist fast schon so ein bisschen entschieden, denn Mercedes hat alles plattgewalzt mal wieder. Drum reden wir auch nicht über Mercedes, denn die sind eh schon weg. Wir reden nämlich über Ferrari. Ferrari, die haben mehr oder weniger so ein bisschen für die Schlagzeilen, wenn man so will, gesorgt. Zu Charles Leclercs Unmut, muss man so zu sagen. Denn wir haben gerade mal das dritte Saisonrennen und es ist schon wieder das große Thema Stallregie. Ja, absolut. Also wir haben es ja jetzt eigentlich fast das ganze Jahr über schon bei Ferrari in allen drei Rennen so ein Stück weit gehabt. Und dieses Mal war ja auch der Aufschrei bei auch vielen von euch wieder groß. Ah, das war doch Stallregie, das war doch Teamorder. Ja, was war es da wirklich? Die Aufregung von Leclerc am Funk, die war natürlich auch klar zu hören. Dann kann man natürlich schnell auf den Trichter kommen, dass das jetzt hier wirklich nicht so nett war gegenüber Charles Leclerc. Ja, aber letztlich, man muss mal überlegen, man muss sich das erstmal genau definieren. Was ist denn überhaupt eine Teamorder und was ist vielleicht eine Teamstrategie? Ja, also was ich sehe ist, die Leute regen sich halt auf und sagen, ja, jetzt wird Vettel vorbei, Vettel wird ja schon zu Nummer 1 gemacht, das ist doch erst das dritte Rennen und so. Aber das stimmt überhaupt alles gar nicht. Da wurde überhaupt gar keiner zu Nummer 1 gemacht. Es ging ja darum, das Teamresultat in den Vordergrund zu stellen. Das haben wir auch bei anderen Teams schon gesehen, dass man halt sagt, so, jetzt ist der eine Fahrer schneller als der andere. Drum wird jetzt erstmal getauscht und dann geguckt, was geht. Das ist ja nicht nur bei den Top-Teams so. Ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, Ocon, Perez, ich weiß nicht, wo das war, aber irgendwann wenn auch mal... Selbst bei denen hat das geklappt. Dann heißt es, ja gut, dann fährt jetzt mal der eine vor und darf mal versuchen, ob er da vorne rankommt, irgendwas erreichen kann. Weil der Sepp war ja nun mal im DRS-Fenster hinter dem Charles Leclerc und dann hat halt Ferrari irgendwann gesagt, gut, jetzt lass ihn mal vorfahren, mal gucken, ob er da mehr rausholen kann. War am Ende nicht so. Aber trotzdem kann man Ferrari da meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen, dass man diesen Positionstausch mal vornimmt und dann mal guckt, was noch so geht. Weil letztendlich, wenn der eine Fahrer den anderen blockiert und Mercedes fährt vorne weg, das ist für Ferrari nicht gut. Absolut. Also heißt im Klartext einfach, wenn der deutlich schnellere Fahrer hinter dem langsameren ist und man dann einfach gegen die Konkurrenz komplett abstinkt durch diese Situation und viel mehr holen könnte, wenn der schnellere auch wirklich seine Pace zeigen kann und nicht eben in der verwirbelten Luft des eigenen Teamkollegen alles verliert, dann kann man diesen Tausch durchaus machen und dann ist das keine... Ja, Teamorder im Sinne von, ja, wir bevorzugen den einen Fahrer, sondern wir optimieren eben die Teamstrategie für den ja, insgesamt maximalen Erfolg. Blöd natürlich jetzt in China, dass es bei Ferrari irgendwie ja, das Gegenteil von optimieren dann wurde dadurch. Ja, mein Gott. Vielleicht, Christian hat ja schon im letzten Vlog direkt aus Shanghai euch in der Rennanalyse das sehr nahe gebracht. Ferrari hat vielleicht tatsächlich eine Position dadurch verspielt. Auf jeden Fall zum Nachteil am Ende wurde es natürlich für Charles Leclerc. Wir kennen das ja bei diesen Teamstrategien. Ist es dann ja im Regelfall auch oft so oder sollte so sein, dass dann am Ende auch wieder zurückgetauscht wird, wenn eben kein Gewinn erzielt werden konnte. Das erkennen wir ja noch aus Ungarn zum Beispiel. Hamilton Bottas 2017 schon gemacht wurde. Wie gesagt, dann bei Force India auch so umgesetzt sogar. Da Perez wollte irgendwie am Ocon vorbei, hat es nicht geschafft. Am Ende haben sie auch wieder zurückgetauscht. Also das geht auch relativ, wie soll ich sagen, unkompliziert, um es mal so zu sagen. Wenn die Fahrer natürlich mitspielen. Ohne da irgendwie eine Riesennummer draus zu machen. Ja. Wenn die Fahrer dann halt sich auch wieder einig werden und hinterher zurücktauschen. Normalerweise klappt es, aber in dem Fall halt nicht, weil der Max Verstappen war halt dann später dazwischen und dann konnte der Sepp dem Leclerc den Platz dann nicht mehr zurückgeben. Ja, also es muss nicht nur klappen eben daraus, dass du keinen Dickkopf da hast, der sich dann wieder setzt und nicht die Position wieder hergeben will, sondern es muss eben auch dann die Rennsituation entsprechend passen. Wobei das, glaube ich, auch noch nie passiert ist. Dass einer gesagt hat, ich gebe sie nicht zurück. Ich kenne nur Lewis Hamilton, der sagt, ich gebe sie gar nicht erst ab. Oder so rum, ja. Ja, was ja auch okay ist. Ganz genau. Ja, die Frage, die sich daraus jetzt natürlich ergibt, ist aber dann natürlich auch, klar, wir sagen jetzt, es war eine Teamstrategie in dem Fall und keine Teamorder, aber man muss jetzt angesichts der ganz am Anfang angesprochenen Mercedes-Dominanz ja vielleicht auch mal fragen, ja, wir sind jetzt erst beim dritten Saisonrennen, aber Mercedes drei Doppelsiege, braucht Ferrari jetzt vielleicht langsam schon eine klare Nummer 1? Müssen sie sich jetzt langsam mal bekennen? Weil, wenn wir auf die WM-Tabelle schauen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sind da beide schon weit entalt. Leclerc und Vettel haben fast halb so wenig Punkte nur, sind sogar hinter Max Verstappen. Braucht Ferrari da jetzt eine klare Nummer 1, damit man sich nicht gegenseitig Punkte wegnimmt? Das Problem ist einfach, Ferrari kann sich das im Moment, glaube ich, gar nicht erlauben, irgendwen zu Nummer 1 erklären, weil die Fahrer halt so dicht beieinander sind. Das würde bei Mercedes im Moment genauso wenig funktionieren. Komischerweise ist es bei Mercedes halt, was heißt komischerweise, bei Mercedes ist es einfach. Die fahren halt an der Spitze und drum braucht man da nichts regeln. So, es gewinnt eh eines von den beiden Autos dann im Moment, so wie es aussieht. Mhm. Und die Fahrer, wie soll ich sagen, die werden sich halt über die Performance dann mehr oder weniger einig. So, dass sich Bottas und Hamilton jetzt um ein Stück Strecke irgendwie streiten, das war jetzt nur in Bahrain mal kurz der Fall, aber es war dann auch schnell erledigt. Und
Mercedes brauchte da jetzt halt noch nicht eingreifen. Wie gesagt, wenn das Team eh drauf und dran ist zu gewinnen, das kann man jetzt erstmal so weiterlaufen lassen bei Mercedes. Ja, und bei Ferrari ist es so, da muss man es so weiterlaufen lassen, weil letztendlich beide Fahrer sind im gleichen Boot, was die WM-Chancen angeht. Und da kann man jetzt schlecht dem einen sagen, nach drei Rennen schon, ja, du bist dieses Jahr mal nicht Weltmeister und der andere wird es aber. Es wird auch schwierig. Also wir haben ja eigentlich die Ausgangssituation sogar gehabt, dass Ferrari tatsächlich klar und offen bekannt hat, ja, im Zweifel setzen wir auf Vettel, weil der hat einfach mehr Erfahrung. Im Zweifel ist eher der Vettel unser WM-Kandidat. Aber wir haben eben bei Ferrari jetzt auch schon gesehen, speziell in Bahrain, der Charles Leclerc, ja, der sagt, der stimmt dazu, der hat da Verständnis für, aber der will natürlich auch selbst dran. Also der hat da auch in Bahrain schneller überholt den Vettel, als er eigentlich angewiesen wurde. Ja, das stimmt. Hat sich auch hier ziemlich gewehrt dagegen, seinen Platz abzugeben. Man muss ja auch sagen, Vettel konnte sich dann danach auch tatsächlich nicht wirklich absetzen von ihm. Könnte natürlich damit zusammenhängen, dass Vettel da auch schon zu viel gekämpft hatte hinter Leclerc. Hat dann natürlich auch wieder den Rücktausch eingefordert. Also Leclerc findet sich dann definitiv nicht mit ab, die zweite Geige zu spielen. Ich glaube, alle positiven Kommentare, die so von ihm kommen, auch erst in den TV-Interviews, ja, ich muss erstmal im Debriefing schauen. Er will halt jetzt nicht direkt den Zerstörer machen, will noch ein bisschen Harmonie noch drin lassen. Aber letztlich hat er ja schon vor, da die Macht zu übernehmen. Es war schon unverständlich, dass man halt, als man gesehen hat, nach drei, vier Runden, dass der Sepp nicht wegfahren kann. Ich meine, beim Leclerc war es ja auch so, es wurde dem Leclerc angewiesen, jetzt fahr mal schneller. Und dann zwei, drei Runden später wurde angewiesen, jetzt lass den Sepp mal vorbei. So, als der Sepp dann drei, vier Runden nicht weggefahren ist, hätte man genauso gut sagen können, so, Sepp, das war es jetzt, hast du nicht geschafft. Ja, genau. Lass den Leclerc wieder vorbei, Feierabend. Dann wäre es für mich okay gewesen. Ich habe halt nicht nach, also das war für mich schwierig zu verstehen, dass man, wobei, einerseits ja, andererseits, der Max kam halt auch ran, der war halt auch nicht so weit weg dann. Also du meinst den Rücktausch jetzt, dass man den Rücktausch, der hätte man schneller machen können, ja. Wobei Max halt dann auch schon dran war. Rein aus sportlicher Fairness gesehen hätte ich das auch sehr gut gefunden, aber dann ist natürlich die Gefahr, dann verlierst du halt nochmal viel Zeit. Ja, ja. Man muss sich ja nur die Runde anschauen, in der Leclerc den Vettel vorbeigelassen hat, wie viel langsamer diese Runde von Leclerc natürlich war, der da Ende statt Ziel voll vom Gas ist. Dann verlierst du natürlich immer noch mal Zeit bei so einem Platztausch. Ja, das ist wie gesagt, klar. Der Max war auf irgendwie zwei Sekunden oder so dran. Also wenn man das gemacht hätte, dann wäre der ganz dran gewesen wahrscheinlich. Möglich, dass man es deswegen dann nicht gemacht hat. Wie gesagt, letztendlich für Leclerc leider sehr dumm gelaufen. Aber ich glaube, die Diskussion, dass man jetzt bei Ferrari da schon eine Nummer 1 hat oder den Sepp irgendwie bevorzugt, ich bin davon überzeugt, das wäre andersrum genauso gelaufen. Also wenn die ihre Fälle davon schwimmen sehen, dass Mercedes vorne wegfährt und der Leclerc ist dann schneller als der Sepp, mal umgekehrt. Hätten die auch gesagt, so jetzt fahr mal beiseite und guck, ob dein Teamkollege das besser machen kann. Ja, so grob in die Richtung im Grunde ging es ja auch in Bahrain schon. Man hat ja dem Leclerc da nicht strikt verboten, nicht zu überholen. Ja. Also so war es ja zu keinem Zeitpunkt. Von daher glaube ich auch, dass da Ferrari dann doch unterm Strich nicht die alten Schumacher-Zeiten aufleben lässt. Wie gesagt, sie können es jetzt gerade auch noch gar nicht. Die WM ist noch viel zu frisch. Wie gesagt, die Piloten stehen noch unmittelbar, wie soll ich sagen, zusammen in der Gesamtwertung. Da ist jetzt noch keiner, der irgendwo, wenn es der Leclerc schon 2-0 Runden gehabt hätte und der Sepp irgendwie jetzt 40 Punkte hat oder so, dann könnte man schon sagen, jetzt guck mal. Wobei auch das im dritten Rennen schon ein bisschen zu viel des Guten wäre. Aber da die jetzt beide noch zusammen da unterwegs sind, Ferrari muss darauf hoffen, dass sich das irgendwie so ein bisschen von alleine erledigt, dass halt zur Saisonmitte hin, je länger die Saison voranschreitet, je weiter sie voranschreitet, dass irgendwo einer der beiden Teamkollegen, ob jetzt Vettel oder Leclerc, eigentlich egal, sich irgendwo mehr nach vorne orientiert in der WM und der andere irgendwo stehen bleibt oder vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch immer, es kann Pech sein, was auch immer, auf jeden Fall einen großen Punkterückstand hat, dass man dann bei Ferrari sagen kann, so, jetzt musst du auch Verständnis haben, dein Teamkollege hat 50 Punkte mehr, der fährt um die WM, du nicht, jetzt musst du halt dich in den Dienst stellen, so wie Bottas letztes Jahr bei Mercedes ja relativ unbarmherzig über sich ergehen lassen musste, weil Hamilton war ja eigentlich sehr, sehr gut unterwegs und trotzdem musste Bottas noch herhalten in einigen Rennen. Ja, und dann muss man es aber auch verstehen können als Fahrer, aber zum jetzigen Zeitpunkt halt noch nicht. Absolut. Ja, was denkt ihr? Also habt ihr jetzt vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Input bekommen, Unterschied vielleicht Team oder Teamstrategie, ein bisschen mehr Verständnis vielleicht für Ferrari? Gut, das waren jetzt nicht alle krass dagegen. Verständnis für Ferrari, das ist, du erwartest sehr viel. Ich erwarte sehr viel, ja, aber es geht ja jetzt hier erstmal nur um dieses Thema, um die allgemeine Performance, da habe ich nämlich auch kein Verständnis mehr. Schreibt uns einfach in die Kommentare eure Meinung, wann ist eine Teamorder gerechtfertigt? Haltet ihr das wirklich auch selbst für Teamorder oder eben für Teamstrategie? Wie seht ihr das? Wir sind gespannt, was ihr da so zu sagen habt.